und willkommen zu unserem neuen Video. Heute gibt es wieder einiges zu sehen. Und zwar werden wir um den Schwarzkogel rumqueren. Da reißt gerade schon auf. Das wird aber vermutlich noch besser über den Tag hinweg. Und dann fahren wir eine richtig schöne Variante, wo vermutlich noch Pulverschnee auf uns wartet, in den Saukaser Graben. Von da aus pendeln wir dann ein Stückchen durchs Skigebiet mit bestem Panorama, unter anderem auf die Tauern. Und dann geht es ums Stangenjoch, also zwischen Rossgruber, kleinem und großen Rettenstein durch, wieder mit gigantischem Panorama zurück ins Tal. Und ich bin auf Skiern unterwegs. Schaut es nicht genau an. Ja, weil Nico Snowboard hat sich gestern nämlich aufgelöst. Jetzt ist ihm nichts anderes übrig geblieben. Die Aufnahmen hier sind übrigens mit der Insta360 am langen Selfie-Stick entstanden und das ist echt ziemlich witzig gewesen. Der Liftmann hat sich kaputt gelacht, als wir mit dem Teil ausgestiegen sind. Und das Panorama hier oben beim Hieseleck ist halt einfach immer atemberaubend. Das finde ich immer wieder schön. Für mich eine der... Heute ist echt krass windig. Das werdet ihr wahrscheinlich trotzdem Windschutz hören können. Aber dementsprechend ist eben angesagt, dass die ganzen Wolken bis Mittag schon weggeblasen werden. Das Panorama hier ist echt gigantisch. Wetter hat auch schon abgeliefert. Hier werden wir unsere Runde dann wieder schließen und zurückkommen am Abend. Und jetzt müssen wir mal überlegen, wie wir am besten rüberqueren, weil ihr wisst ja alle, Wind ist der Baumeister der Lawinen und da muss man immer gut aufpassen, wenn es so gestürmt hat die letzte Zeit davor. Aufgrund der Lawinensituation habe ich mich nicht ganz so verantworten, wie ich gerne wollte. Und dementsprechend ist das Video jetzt ein Zusammenschnitt aus gesamt 3 Tagen. Was für euch aber heißt, dass ihr einfach wirklich schöne Bilder aus den Kitzbüheler Alpen bekommt und einige Varianten zu sehen bekommt. Und ja, einen Tag musste ich Snowboard fahren, da hatte ich mich nämlich am Zehen verletzt und bin nicht recht in den Skischuh reingekommen. Die anderen beiden Tage mit Skien. Und dazu meine Frage an euch, was findet ihr schöner zum Anschauen? Ski oder Snowboard? Da bin ich echt gespannt auf eure Einschätzungen. Eins ist klar, die Kamera kann man natürlich mit dem Snowboard besser halten, weil man da ohnehin nichts in der Hand hat. Und ja, dieses Panorama, das gibt es nur am Gipfel vom Schwarzkogel. Und da sind wir diesmal über den Kamm runtergefahren. Das ist auch wirklich ja, sehr, sehr eindrucksvoll. Aber da heißt es auch auf jeden Fall aufpassen. Zum Teil so ein bisschen Absturzgefahr und zum anderen Teil natürlich die krass große Wächte. Heuer aufgrund des vielen Schneefalls mit dem krassen Sturm zusammen. Und von dem her bloß nicht zu weit nach außen kommen. So, weiter geht's Richtung Stangenjoch. Diesmal ohne Felle, deswegen müssen wir die Ski auf der Schulter tragen und darüber ein bisschen mehr schuften als sonst. Früher war das aber der ganz normale Standard. So bin ich quasi groß geworden. Und ja, wenn es aufgefallen ist, wir sind zwar beim Schwarzkogel gefahren,
aber ein bisschen anders als ursprünglich geplant, weil wir uns da nicht drüber getraut haben. Da waren echt viele Verwehungen drin und ja, muss ja nichts riskieren. Jetzt sind wir dafür hier und die nächste Tiefschneeabfahrt ruft schon. Heute mal gemütlich. Wir sind schon oben, jetzt müssen wir dann nur noch rüberqueren und dementsprechend lassen wir es uns eine Runde gut gehen. Ja, du nippst doch eh nur immer am Bier. Ja, ich muss ja auch noch fahren. Du musst ja auch trinken. Ach so. Ich muss mir Mut antrinken. Ja. Da seht ihr jetzt dann im Anschluss zwei Varianten, wie man übers Stangenjoch fahren kann. Und das ist eben einmal die ganz normale Standardvariante, wo man gar nicht unbedingt Felle braucht. Und einmal dann die Variante weiter oben am Rosskuber, wo man auf jeden Fall Felle braucht und wo man auch auf jeden Fall ganz gut auf die Lawinensituation achten muss. Denn das ist schon eine extrem steile Rinne. Und dafür natürlich, wenn alles passt, dann kann man dort, ja, was soll ich sagen, ein mega, mega Erlebnis haben. Und das gibt es nur so. Ja, ich glaube, öfter wie zweimal im Jahr hatten wir es noch nie, das große Glück, dass es dort so gut ist. Weil da muss man wirklich wissen, wann es geht. Wahnsinn! Ja, geil! Und damit kommen wir auch schon wieder zu den letzten Tiefschneeschwüngen in diesem Video. Ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir gerne auch in die Kommentare, ob ihr das cool findet, dass da ein paar Tage zusammengeschnitten worden sind oder ob ihr es besser findet, wenn einfach nur ein einzelner Tag gezeigt wird. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Meinungen und Einschätzungen und hoffe natürlich, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder fleißig einschaltet. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Euch weiterhin auch ganz viel Spaß beim Skifahren und Radfahren, je nachdem, was ihr eben gerade macht. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!